Wir wollen dann nochmal in der Simulation jetzt mal ein paar dieser Schaltungen angucken, die wir gerade angeschaut haben. Das heißt, diese diskreten Treiberschaltungen. Hier als erstes haben wir diese einfache Emitterschaltung, einfacher Pegelwandler, der jetzt hier den MOSFET ansteuert. Ich habe wieder eine Doppelpulsschaltung genommen zum Testen und wir wollen uns jetzt anschauen, wie sieht das jetzt aus? Tatsächlich hier, das Einschalten wird erfolgen über diesen Widerstand R1 und diesen Widerstand R4 wird also mit einer relativ großen Zeitkonstante das Gate des MOSFETs aufgeladen werden, wohingegen das Entladen stattfinden wird nur über den Widerstand R4 und diesen Transistor Q1. Der wird jetzt angesteuert durch eine Spannungsquelle, die jetzt zwischen 0 und 3,3 Volt hin und her springt. Achtung, die Schaltung arbeitet invertierend, das heißt bei einem Low-Pegel der Steuerspannung sperrt der Transistor Q1 und über den Widerstand R1 wird hier M1 eingeschaltet und bei einem High-Pegel hingegen wird Q1 eingeschaltet, damit der Punkt hier am Kollektor des Transistors auf Masse gezogen und damit über R4 das Gate entladen von dem Transistor M1. Schauen wir uns an, wie hier die Verläufe sind. Ich habe dann hier jetzt mal dargestellt die Steuerspannung am Eingang und die Spannung am Gate des Transistors und wir sehen hier schon zum einen, okay, tatsächlich diese invertierende Funktion, dann wenn die Steuerspannung auf High ist, ist die Gate-Spannung auf Low, wenn die Steuerspannung auf Low ist, ist die Gate-Spannung auf High und jetzt schauen wir mal rein, wir gucken uns diesen Impuls an, einen Einschalt- bzw. einen Ausschaltvorgang, wir haben also hier das Ausschalten, wir sehen beim Ausschalten hier das Miller-Plateau deutlich kleiner, wir haben also hier eine deutlich schnellere Ausschaltzeit, weil wir hier über diesen Widerstand sehr niederohmig kurz schließen, wohingegen hier bei der Einschaltzeit haben wir ein ausgeprägtes Miller-Plateau, werden also hier eine relativ lange Änderung der Drain-Source-Spannung kriegen. Schauen wir das mal ein, sehen wir hier die Flanke an dieser Stelle für die Drain-Source-Spannung beim Einschalten ist deutlich kleiner als an dieser Stelle beim Ausschalten, wo wir deutlich langsamer ausschalten. Das heißt, das haben wir jetzt schon mal gesehen. Man kann das auch sehr schön sehen, wenn wir den Strom anschauen, der ins Gate reinfließt. Dann sehen wir hier, wenn wir dort genauer reinschauen, sehen wir, dass tatsächlich hier zum Einschalten ein geringerer Strom bloß fließt. Das heißt, hier spitzenwertmäßig, wenn man dort reinschaut, haben wir maximal 30 mA, begrenzt natürlich hier durch den 330 Ohm Widerstand. Beim Ausschalten hingegen haben wir hier einen Spitzenstrom an der Stelle 170 mA, im Wesentlichen begrenzt hier durch die Stromverstärkung des Transistors und diesen Vorwiderstand, wie schnell wir sozusagen diesen Transistor ausschalten können. Das heißt, wir sehen, wir können hier deutlich größere Ladeströme zum Entladen der Gate-Source-Kapazität aufbringen als zum Laden. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich will den Transistor schneller laden. Was machen wir? Wir müssen diesen Widerstand R1 niederohmiger machen. Aber das Problem ist jetzt, wenn wir den Stromverlauf dort auch nochmal angucken, dieser Widerstand muss immer dann einen Strom führen, wenn der Transistor Q1 eingeschaltet ist. Das heißt tatsächlich, hier werden wir 12 Volt geteilt durch 330 Ohm einen Widerstand, einen Strom kriegen. Hier an der Stelle ganz grob knapp unter 40 Milliampere und dann sehen wir hier an der Stelle tatsächlich während dieser Phase muss jetzt der Widerstand den Strom komplett führen und setzt dann natürlich auch eine entsprechende Leistung um. Das heißt, hier in diesem eingeschalteten Zustand setzt er jetzt eine Leistung von über 400 Milliwatt um und das ist dann schon vergleichsweise groß, wenn wir da einen kleinen normalen Beschaltungswiderstand einsetzen. Natürlich, die mittlere Leistung wird geringer sein. Das hängt jetzt ab vom Tastverhältnis, mit dem wir den Schalter ansteuern. Aber das ist sozusagen der Kompromiss bei dieser einfachen Schaltung. Wir hatten dann gesagt, als zweite Schaltung eine Verbesserung kriegen wir, wenn wir zu dem Pegelwandler hier noch einen Leistungsverstärker hinzumachen. Das heißt, wir haben hier jetzt diese Gegentaktklasse AB-Verstärkerschaltung mit einem NPN- und einem PNP-Transistor, wo jetzt für das positive Signal, das heißt zum Aufladen des Gates, über den oberen Transistor Q3 hier das Gate aufgeladen wird und zum Entladen an dieser Stelle der Transistor Q4 benutzt wird
um das Gate nach Masse zu entladen. Der Vorteil ist, diese beiden Transistoren nutzen wir jetzt hier als Leistungsverstärker, das heißt in der Kollektorschaltung, Emitterfolgerschaltung. Die eigentliche Spannungsänderung machen wir wieder über diesen Pegelwandler, funktioniert genauso wie vorher. Und diese Transistoren dienen jetzt, um eine zusätzliche Stromverstärkung zu erreichen. Und damit können wir dann hier größere Ströme liefern, weil wir tatsächlich sowohl Aufladen als auch Entladen jetzt über einen deutlich niederohmigeren Widerstand machen können. Und wir können im Pegelwandler diesen Widerstand höher, hochohmiger dimensionieren und damit geringere Verluste kriegen. Schauen wir uns auch dort an, wie die Verläufe der Ströme und Spannungen sind. Da habe ich also jetzt auch hier die Spannungsverläufe, einerseits der Steuerspannung, wieder ein Spannungspegel von 0 bis 3,3 Volt und dann die Spannung zwischen Gate und Source an dem MOSFET. Wir sehen wieder diese invertierende Funktionalität. Das heißt hier, wenn die Steuerspannung einen High-Pegel hat, haben wir am Gate einen Low-Pegel und wenn wir einen Low-Pegel an der Steuerspannung haben, haben wir am Gate einen High-Pegel. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir tatsächlich, man sieht schon hier diese Miller-Plateaus, die Zeitdauern, in denen die Drain-Source-Spannung sich ändert, sehen jetzt hier schon ähnlich lang aus. Kürzer und sehr schön sehen wir das dann, wenn wir jetzt uns die Ströme angucken, die jetzt hier zum Laden bzw. Entladen des Gates benutzt werden. Das heißt, das habe ich jetzt hier in diesem Verlauf noch mit drin. Wenn wir dort anschauen, sehen wir jetzt, wir kriegen jetzt hier Spitzenströme in beiden Fällen im Bereich von hier einerseits minus 250 mA zum Entladen und hier zum Aufladen plus 150 mA. Wir haben also jetzt hier deutlich höhere Ströme, um schneller ein- und ausschalten zu können. Tatsächlich hier, was diesen Einschaltstrom etwas begrenzt, ist, dass auch diese Pegelwandlerstufe hier nicht unbedingt das Optimum ist, um diesen Transistor Q3 einzuschalten. Da haben zum Beispiel integrierte Ansteuerschaltungen einen Vorteil. Als letzte Variante möchte ich dann hier auch nochmal eine Schaltung mit Treibertransistoren als MOSFETs betrachten. Das heißt, wir haben hier jetzt diese beiden Transistoren M3 und M2. Die bilden jetzt hier zwar auch einen Leistungsverstärker, aber Achtung, das ist jetzt im Prinzip ein Aufbau ähnlich wie bei einem CMOS-Inverter. Das heißt, ich habe hier einen P-Kanal-MOSFET, der die positive Versorgungsspannung durchschaltet und einen N-Kanal-MOSFET, der die negative Versorgungsspannung durchschaltet. Ansonsten ein ähnlicher Aufbau. Ich habe hier wieder meinen Pegelwandler. Der ist jetzt hier aber erweitert, weil tatsächlich dieser Pegelwandler hat eigentlich so einen Open-Collector-Ausgang mit einem Pull-Up-Widerstand und man kann jetzt so eine fehlende Push-Pull Ausgang sozusagen nachbilden über einen zusätzlichen Transistor und eine Diode. Das heißt, zum Einschalten wird dieser Transistor Q2 über den Widerstand R1 in Flussrichtung gepolt werden. Wenn jetzt hier Q1 sperrt, liefert dann also den Umladestrom für unser in Anführungszeichen Logikgatter, unsere eigentliche MOSFET-Treiberstufe. Und zum Ausschalten wird über diese Diode D1 hier der Schaltpegel am Eingang dieses Gatters auf Low gezogen, um jetzt hier an der Stelle das einzuschalten. Achtung, kleiner Fehler. Tatsächlich ist es so, das ist ja jetzt ein Inverter. Ich habe jetzt hier einmal einen Inverter, hier nochmal einen Inverter. Ich werde also hier keine logische Inversion mehr des Schaltsignals kriegen. Das heißt, beim High-Pegel der Steuerspannung erwarte ich jetzt, dass die Gate-Source-Spannung auch auf ein High geht. Schauen wir uns das auch an in der Simulation. Dann habe ich jetzt hier an der Stelle die Steuerspannung und die Gate-Source-Spannung dargestellt. Wir sehen schon hier als erstes an der Stelle, wir haben nicht mehr diese Inversion. Das heißt, hier tatsächlich die Gate-Source-Spannung wird bis auf eine gewisse Impulsverlängerung identisch sein zu dem Steuerimpuls. Diese Impulsverlängerung kommt dadurch, dass wir hier die Kapazitäten sowohl dieses Inverters als auch des MOSFETs auf- bzw. umladen müssen und auch aufgrund des Schaltverhaltens der Bipolartransistoren. Dadurch entsteht eine Impulsverlängerung. Wir haben also hier als einen nicht invertierenden diskreten Gate-Treiber. Und gucken wir uns jetzt an die Phasen mit den Miller-Plateaus, sehen wir hier auch wieder beim Einschalten wie beim Ausschalten, diese sind in etwa gleich groß. Das heißt tatsächlich, wenn wir jetzt wieder den Strom messen, der als Umladestrom fließt, sehen wir, hier fließen jetzt Ströme in einer ähnlichen Größenordnung wie bei dieser Push-Pull, wie bei dieser Gegenteilklasse AB-Stufe vorhin mit den Bipolartransistoren, das heißt hier nur mit MOSFETs. Und wir können dann hier genauso an der Stelle schnelle Schaltzeiten erreichen. Wir können jetzt sogar noch den Widerstand vielleicht hier ein bisschen kleiner machen, das heißt, gehen wir hier auf 10 Ohm zum Beispiel runter und dann sollten wir sehen, dass diese Stromspitzen etwas größer werden. Tatsächlich kann es ein bisschen eingeschränkt sein, weil diese Treiberschaltung hier, dieser Pegelwandler noch nicht optimal ist, nicht beliebig schnell diese Eingangskapazität dieses Inverters umladen kann und damit nicht
beliebig schnell die Schaltpegel ändert, aber ich würde trotzdem erwarten, dass wir ein bisschen größere Ströme kriegen. Starten wir nochmal die Simulation, sehen wir dann hier, wenn wir denselben Impuls betrachten, ja tatsächlich, ich habe jetzt hier dann eine Erhöhung der Ströme durch Reduktion des Widerstandswertes auf 10 Ohm von vorher 33 Ohm, kriegen wir jetzt kurzzeitig tatsächlich fast 400 mA und minus 400 mA an Strom, um sehr schnell das umzuschalten. Achtung, die Schaltungen, die wir jetzt hier betrachtet haben, sind zwar diskrete Realisierungen, die sind interessant, wenn man die selber aufbaut. In der Praxis würde ich aber in vielen Fällen zu integrierten Gate-Treibern raten, wenn ich die einsetzen würde. Warum? Man handelt sich deutlich weniger Probleme ein. Das heißt, hier, wenn man das optimieren will, welche Transistoren nehme ich, wie muss ich so einen Pegelwandler gestalten, da gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Wie schaffe ich es dann, dass ich tatsächlich hier so große Ströme liefern kann? Wie schaffe ich es, dass diese Impulse nicht zu stark verlängert bzw. verkürzt werden, wie auch immer. Das hat man meistens bei den integrierten Treiberschaltungen nicht. Man benötigt auch weniger Platz, wenn man eine Platine designt. Man kann es kompakter aufbauen. Den einzigen Vorteil, den man manchmal haben kann bei so diskreten Treiberschaltungen, ist, dass letztlich die Kosten geringer sind. Das heißt, in der Massenproduktion kann es Sinn machen, eine diskrete Treiberschaltung aufzubauen, eine einfache, insbesondere dann, wenn man nicht unbedingt sehr, sehr schnell schalten will. Vielleicht bloß einige 10 kHz und nicht einige 100 kHz oder im Megahertz-Bereich. Ansonsten sind oftmals Treiberschaltungen, integrierte Treiberschaltungen, die wir uns dann auch noch angucken wollen, eine bessere Wahl.